Willkommen zurück beim Holodeck-Trainingsprogramm, Lieutenant Monroe. Wenn ich auch größtes Vertrauen in Ihr Talent habe, so erfordern es die Regeln der Sternenflotte dennoch, dass sich das gesamte Personal mindestens einmal jährlich einem Fitness- und Kampftraining unterzieht. Jetzt ist es Zeit für das Ihrige. Sind Sie bereit? Bereit. Diese Übungen sollten Ihre Fertigkeiten verbessern, Lieutenant. Laufen Sie ein paar Sekunden durch das Holodeck. Sehr gut. Fangen wir mit der Übung an. Das Springen spielt eine wichtige Rolle bei der Fortbewegung, Lieutenant. Das richtige und erfolgreiche Agieren ist Ding. Ausgezeichnet. Machen wir weiter. Durch das Ducken und Kriechen können Sie in Bereiche gelangen, die sonst nicht zugänglich wären. Zum Beispiel ein Schacht oder eine Jet. Sehr gut, Lieutenant. Machen wir weiter. Die folgenden Hindernisse können Sie durch Springen und Kriechen hinter sich lassen. Sobald Sie die Leiter am anderen Ende erklimmen, wunderbar, blicken Sie nach oben und laufen Sie auf die Leiter zu, um diese hochzuklettern. Ausgezeichnet. Manche Hindernisse sind für einen normalen Sprung zu hoch. Sie können diese nur durch einen Schwungsprung überwinden. Hierzu drücken und halten Sie die Sprungtaste und drücken dann die Taste Ducken, um in der Luft zusätzlich Schwung zu holen. So können Sie auch höhere Objekte meistern. Überwinden Sie nun diese Hindernisse mit normal. Wunderbar. Am Ende des Korridors sehen Sie eine Wartungstür, die zu einer Jeffreys-Röhre führt. Wenn Sie sich der Tür nähern, kriechen Sie in die Röhre. Folgen Sie dann dem Verlauf der Röhre bis zur unteren Wartungstür. Wir fahren mit dem zweiten Teil des Trainings fort, wenn Sie diese Übung abgeschlossen haben. Ausgezeichnet, Lieutenant. Ihr Vorgehen war mehr als zufriedenstellend. Wenn Sie bereit sind, fahren wir mit der zweiten Lektion fort. Bei Ihren Missionen werden Sie mit Situationen konfrontiert, in denen es auf einen weiten und präzisen Sprung ankommt. Ein Fehltritt führt dann meist zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod. In dieser Übung müssen Sie über alle Plattformen springen und... Sehr gut, Lieutenant. Machen wir weiter. Wir wollen nicht vernachlässigen, dass Sie sich auf Außenmissionen verletzen können. Springen oder laufen Sie nun über den... Sie werden eine Änderung Ihres Gesundheitszustandes bemerken. Ihr Schutzanzug hilft Ihnen, den Sturz möglich... Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Ihre Fortschritte sind zufriedenstellend. Viele Türen in der Umgebung öffnen sich automatisch, sobald Sie sich ihnen nähern. Einige Türen jedoch, wie zum Beispiel die mit dem beschädigten Bedienfeld, haben eine Fehlfunktion und lassen sich nicht öffnen. Gut gemacht. Wie Sie sehen, leuchtet die Kontrollleuchte jetzt. Um einen Lift zu benutzen, die Interaktion mit der Umgebung. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, haben Sie über das Bedienfeld die Brücke aktiviert. Durch Interaktion mit der Umgebung kommen Sie oft an Ort. Für Ihren Tricorder gibt es ebenso wie für Ihren Schutzanzug ein Interface in Ihrem Tät. Nähern Sie sich einer der Kristallablagerungen. Benutzen Sie die Tricorder-Taste, um Ihren Tricorder zu aktivieren. Sobald der Tricorder aktiv ist, erscheint in Ihrem Tät eine Identifikationsanzeige um die Ablagerung. Richten Sie Ihren Tricorder nun auf die Kristallablagerung aus und halten Sie die Feuertaste gedrückt. So aktivieren Sie die Scan-Funktion des Tricorders, die Sie mit zusätzlichen Informationen über das Objekt versorgt. Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Ist der Tricorder aktiviert, speist er auch taktische Daten in Ihr TAT. Die Daten, die der Tricorder im Umkreis aufnimmt, werden oben rechts eingeblendet. Achten Sie jetzt auf das grüne Resonanzsignal. Dieses Signal zeigt meinen Standort in Ihrer Umgebung an. Beobachten Sie das Signal, während ich mich bewege. Sie sehen, es bewegt sich mit und gibt meinen relativen Standort an.
Der Umkreisbewegungsmelder zeigt verschiedene Objekttypen mit unterschiedlichen Resonanzsignalen an. Beispielsweise werden nicht feindliche Lebensformen durch ein grünes Signal dargestellt, aber feindliche und aggressive durch ein rotes Signal. Außerdem kennzeichnet der Bewegungsmelder ihre Missionsziele mit einem goldenen Ring. Gehen Sie jetzt bitte weiter durch den Bogengang zur nächsten Übung. Ihr TET kann die Signale aller photonischen Register künstlich verstärken. Dies wirkt wie eine Art Nachtsichtgerät. Aktivieren Sie für diese Übung den Nachtsichtmodus mit der Taste Nachtsicht. Bahnen Sie sich einen Weg durch diese Höhle zum Ausgang auf der anderen Seite. Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Jetzt folgt eine Rezertifizierung in der fortgeschrittenen Tricorder-Funktionsweise. Aktivieren. Gute Arbeit, Lieutenant. Bei einfachen Konsolen wie dieser hier modulierte Tricorder automatisch. Aktivieren Sie Ihren Phaser mit der. Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Über das Interface Ihres. Aktivieren Sie den Tricorder und drücken Sie die Taste für den alternativen Feuermodus. Sehen Sie, wie die Sicht sich ändert. Ihr Tricorder speist jetzt Informationen über die strukturelle Integrität von Objekten im Umkreis direkt in Ihr TET ein. In diesem Sichtmodus können Sie Brüche durch Beanspruchung und Strukturschwächen erkennen, die Sie normalerweise nicht sehen würden. Beachten Sie, dass Objekte mit Schwächen in der Struktur durch Beschuss oft beeinträchtigt werden können. Werfen wir jetzt einen genauen Blick auf die Waffen. Nun, Lieutenant, Ihren Akten entnehme ich, dass für Sie eine Rezertifizierung im Umgang mit dem Standard-Föderations-Phaser sowie dem Kompressionsgewehr ansteht. Beginnen wir mit dem Phaser. Setzen Sie in dieser Übung Ihren Phaser ein, um so viele Übungsziele wie möglich zu zerstören. Sie können dazu sowohl den primären als auch den sekundären Feuermodus einsetzen, müssen jedoch so lange mit der Übung fortfahren, bis Sie ausreichend Ziele zerstört haben, um sich zu rezertifizieren. Viel Glück! Ausgezeichnet. Wiederholen wir die Übung jetzt mit dem Kompressionsgewehr. Wie schon beim Phaser können Sie hier sowohl den primären als auch den sekundären Feuermodus einsetzen. Müssen jedoch so lange mit der Übung fortfahren, bis Sie ausreichend Ziele zerstört haben, um sich zu rezertifizieren. Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Sie haben das Trainingsprogramm erfolgreich abgeschlossen. Sie sind bereit für den Einsatz als Mitglied des Hazard Teams. Vielen Dank.